Guten Abend, meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem interessanten Thema Eiszeit, Mammute, Höhlenmenschen und die Bibel. Wir setzen gleich ein bei der weltweiten Sintflut, die in der Bibel in 1. Mose 6 bis 9 beschrieben wird. Ich lese aus 1. Mose 7, Vers 10. Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Jahr des Lebens Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats. An diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels taten sich auf. Wir sehen hier gleich, dass die Quelle des Wassers, das nach der Bibel die ganze Erde überschwemmt hatte in der Sintflut, dass es 2 Quellen der Wasser gab. Die Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels. Die Fenster des Himmels, das ist einfach, das sind die Wolken. In sintflutartigen Wolkenbrüchen sind die losgegangen am Tag des Beginns der Sintflut. Aber die Quellen der Tiefe verdienen mehr Aufmerksamkeit, weil sie nicht so bekannt sind. Es handelt sich hier um sogenannte hydrothermale Quellen der Tiefsee, wie Sie sie hier im schematischen Querschnitt sehen. Das sind ganz besondere Quellen in der Natur. Schon in Hiob 38, also Hiob lebte gerade in den Jahrhunderten nach der Sintflut, spricht Gott mit Hiob über diese Quellen. 38, Vers 16. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? In diesem Kapitel stellt Gott seine Größe als Schöpfer vor und zeigt, wie klein der Mensch ist vor ihm. Und da werden verschiedene Dinge erwähnt, auch die Frage wird gestellt, wo warst du Hiob, als ich die Erde erschuf? Die Antwort ist klar, wir waren nirgends. Und dann kommen weitere Fragen, wie eben zum Beispiel in Vers 16, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Also das müsste schon etwas ganz Besonderes gewesen sein, wenn er jemals zu einer solchen Quelle gekommen wäre. Und das Ganze ist ja in poetischen Verszeilen aufgeschrieben, im Hebräischen. Die zweite Zeile, die erste ergänzt, lautet, und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Das macht klar, dass diese Quellen des Meeres, also am Boden der Ozeane, Tehom auf Hebräisch, hier übersetzt mit Tiefe, bezeichnet insbesondere die Ozeane. Und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Nun, heute kennt man diese hydrothermalen Quellen, aber erst seit einigen Jahren wirklich aus eigener Anschauung. Man findet sie in Tiefen, in Meerestiefen von etwa 700 bis 4000 Metern. Zum ersten Mal wurden solche Quellen von Menschen gesichtet mit einem Tiefsee-U-Boot im Jahr 1977. Also Sie sehen diese Aktualität und Tiefgründigkeit von Hiob 38, 16. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Diese Quellen geben Wasser ab bis über 464 Grad heiß. Das scheint nicht gerade sehr logisch, nicht wahr? Aber unter diesen enormen Hochdrücken in der Tiefe des Meeres ist es eben so, dass der Punkt, wo das flüssige Wasser in Dampf übergeht, viel, viel höher ist. Und so gibt es also da heißes Wasser bis 464 Grad. Pro Jahr werden etwa 160 Kubikkilometer Wasser durch diese Quellen der Tiefe in die Ozeane abgegeben. Das macht schon deutlich, dass es sich um sehr besondere Details der Natur handelt. Nun, hier sehen Sie jetzt eben ein originales Foto von einer solchen hydrothermalen Quelle der Tiefsee. Das konnte Hiob vor über 4000 Jahren noch nicht sehen, was wir jetzt da sehen in diesen
fantastischen Bildern. Nun, die Bibel sagt also, dass alle Quellen der Tiefe im Zusammenhang der Sintflut aufgebrochen sind. Und das bedeutet natürlich, dass damit auch allgemein der Ozeanboden aufgebrochen ist. Das heißt, unterseeische Vulkane, die gerade eine besondere Rolle spielen in Verbindung mit diesen hydrothermalen Quellen, denn die sind speziell in der Nähe von Vulkanen zu finden. So sind also diese unterseeischen Vulkane aufgebrochen. Das wiederum ist selbstverständlich verbunden gewesen mit enormen Erdbeben. Und dies wiederum hat unvorstellbare Tsunamis zur Folge gehabt. Und so ist das Wasser eben von oben gekommen in der Sintflut und aus den Ozeanen über die Tsunamis. Ja, die Quellen der Tiefe in Verbindung mit den Vulkanen, dem Erdbeben, hat das ganze Festland eben überschwemmt. Hier sehen Sie eine wissenschaftliche Darstellung von unterseeischen, also Vulkanen in der Tiefsee. Auf dieser Karte sehen Sie alle bedeutenden Vulkane in den Ozeanen der ganzen Welt aufgezeichnet. Sie sehen also überall, über die ganze Erde, über alle Ozeane hinweg verteilt, findet man solche untermeerische Vulkane. Dieses Bild ist auch sehr eindrücklich. Da sehen Sie das Austreten von Lava aus einem untermeerischen Vulkan. Wie gesagt, die Folgen sind natürlich klar. Nicht irgendwelche Tsunamis, nicht einmal nur solche Tsunamis, wie das vor wenigen Jahren eben zu einer Katastrophe geführt hat in Asien mit etwa 300.000 Toten, obwohl das für unsere Begriffe heute ein ganz enormer Tsunami war, war das immer noch nichts gegen diese Tsunamis in Verbindung mit der Sintflut und dem allgemeinen Aufbrechen des Meeresbodens. Also Megatsunamis haben die Erde damals überschwemmt und das hat eben die weltweite Sintflut zur Folge gehabt. Die Bibel berichtet, wie nach Monaten der Sintflut schließlich das Wasser begann zurückzugehen und die Arche landete auf dem Gebirge Ararat. Der Ararat ist ein Gebirge, das bis 5137 Meter über dem Meeresspiegel reicht, in der heutigen Türkei. Ich lese aus 1. Mose 8, Vers 4. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll das denn geschehen sein in der Sintflut, dass das Wasser wieder zurückgegangen ist? Das Wasser, das die ganze Erde bedeckt hatte. Nun, das erklärt die Bibel in Psalm 104. In Vers 6 wird in diesem Gedicht die Sintflut beschrieben. Mit der Tiefe wird Tehom, das Wort für Ozeane, mit der Tiefe hattest du, Gott, sie, die Erde, bedeckt wie mit einem Gewand. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Die Bibel erklärt, dass es eine Gebirgsauffaltung gegeben hat. Und durch das Anheben der Gebirge und Absenken der Täler, was natürlich nicht nur auf den Kontinenten geschehen ist, sondern auch in den Meerestiefen, so konnte das Wasser zurückfließen. Nicht wahr? Wahrscheinlich allen ist bekannt, dass der oberste Bereich der Erde aus Kontinentalplatten besteht.
Das sind verschiedene geologische Platten weltweit, ergeben die ein enormes System, wie man das hier eingezeichnet findet, die verschiedenen Platten, wie die an diversen Stellen der Erde eben aufeinandertreffen. Und diese Platten sind ständig in Bewegung und die können eben durch die Bewegung des Erdinnern, können sie gegeneinander drücken, sie können sich zerren und auch runterdrücken. Und indem eben diese Platten in der Zeit der Sintflut, als das Wasser zurückging, begannen so aufeinander zu drücken, wurde das Festland aufgeschoben, die Berge wurden aufgefaltet. Und darum sehen wir ja überall in der Welt, bei den geologischen Schichten, sehen wir, wie diese Schichten, die ursprünglich gerade abgelagert wurden, im Wasser, die Sedimente, die wurden dann eben gefaltet, wie man hier sehr schön sieht. Oder ein anderes Beispiel, sehen Sie, diese gewaltigen Faltungen. Und so wurden die Gebirge förmlich aufgeschoben. Stellen Sie sich das vor, Sie würden zu Hause auf dem Tisch ein Tischtuch ausbreiten, es ist ganz grad, und dann beginnen Sie von einer Seite her zu drücken. Dann beginnt eben das Tischtuch sich aufzufalten. Genau in diesem Sinn geschieht das bei dem Bewegen und Drücken der Kontinentalplatten. Das Interessante ist, die Berge sind so auf der Erde entstanden. Da sind sich auch die Geologen weltweit heute einig. Ob das nun Evolutionisten sind oder ob diese Geologen an die Schöpfung glauben, wie es in der Bibel beschrieben wird. Da ist kein Unterschied. Alle sehen das so. Aber das ist schon etwas Spezielles, denn im Altertum wusste man das nicht, wie Gebirge entstanden sind. Man hat früher im Altertum gemeint, Gebirge entstehen allgemein durch Vulkane. Natürlich, gewisse Vulkane bilden Gebirge. Zum Beispiel der Ararat ist ein Vulkangebirge. Aber das gilt eben nur für die Minderzahl der Berge. Die meisten Berge und auch unsere Alpen hier sind eben durch Auffaltung entstanden. Aber die Bibel beschreibt das so. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Auf dem Mond gibt es zwar auch viele Gebirge, nicht wahr? Aber es gibt keine Faltgebirge auf dem Mond. Also würde die Bibel das sagen, was sie in Psalm 104 von der Erde sagt, im Blick auf den Mond, dann wäre das falsch. Aber sie sagt es eben nicht in Bezug auf den Mond, sondern in Bezug auf die Erde. Im Koran zum Beispiel wird gesagt, Allah hätte die Berge auf die Erdoberfläche geworfen, um ein Gleichgewicht der Erde zu bewirken. Und da muss man ganz klar sagen, das entspricht nicht den Tatsachen, die man beobachten kann in der Natur. Und Sie sehen, zum Teil ist diese Gebirgsauffaltung eben bis auf Rekordhöhen gekommen. Der höchste Berg der Welt, der Mount Everest in Asien, 8.848 Meter hoch, ist wirklich das Dach der Welt. Wir sehen also, der Druck kam von Süden her durch die Kontinentalplatten und hat dieses Gebirge, das sich ja über mehrere Länder erstreckt, so enorm hochgehoben. Und so war das eben auch mit den Alpen. Auch da kam der Druck von Süden und hat die Alpen so aufgefaltet. Das lehrt die Bibel. Ein Unterschied zur evolutionistischen Geologie besteht einfach nur darin, in der Abschätzung des Zeitraumes. Die Bibel sagt, das war ein katastrophisches Ereignis, wie wir uns das nicht vorstellen können, im Zusammenhang mit der Sintflut und der Zeit danach, den Folgekatastrophen der Sintflut. Das ging natürlich über längere Zeitepoche danach, über die Sintflut hinaus. Das ist der Unterschied, der Zeitrahmen, aber das Grundsätzliche, wie die Berge entstanden sind, da ist Übereinstimmung.
Nun, das Wasser musste ja zurück, musste das Festland wieder verlassen am Ende der Sintflut. Nach einem Jahr konnte ja schließlich Noah dann auch aus der Arche wieder aussteigen, nachdem er schon längere Zeit zuvor auf dem Ararat gelandet war. Nun, wie ist dieses Wasser zurückgekehrt? Eben, wie schon angedeutet, die Ozeantäler wurden eben auch abgesenkt. Man spricht da weniger von Tälern, sondern man spricht von Tiefseerinnen. Eine ganz besonders berühmte Tiefseerinne ist diese da westlich von Südamerika. Da geht es also, die anderen gehen enorm hoch hinauf, nicht wahr? Auf dem Festland, aber das Meer geht gleich danach enorm runter, und zwar bis auf minus 8065 Meter. Tiefer runter, als die Anden hochgehen, ja? Die Ozeane haben eine Durchschnittstiefe weltweit von minus 3,8 Kilometer. Und das Festland hat eine Durchschnittshöhe, wenn man alle Höhen eben zusammenrechnet und dann durch ihre Anzahl wieder dividiert, eine Durchschnittshöhe von etwa 230 Meter. Das heißt, es gibt 10-mal mehr Flachland auf den Kontinenten als Gebirge. Aber eine interessante Überlegung: würde man sich die Erdoberfläche vollständig ausgeglichen denken, dann reicht das Wasser, das wir auf dem Planeten haben, um den ganzen Planeten fast 3 Kilometer zu bedecken. Also die Wassermenge ist da, ist vorhanden für die Sintflut, aber eben das Wasser ist untergebracht in den Tiefen des Ozeans und auch in den ausgeprägten Tiefseerinnen. Das hat natürlich zur Folge, dass man davon ausgehen muss, dass die Berge, die in der Bibel erwähnt werden, aus der Zeit vor der Sintflut eben nicht so hohe Berge waren wie danach. Der bedeutendste Meeresgraben, eben die bedeutendste Tiefseerinne, ist der Marianne-Graben. Dort, wie man hier in der wissenschaftlichen Darstellung sieht, hat eine Kontinentalplatte die andere förmlich runtergedrückt. Und so entstand dieser Graben von minus 11.034 Meter. Also es geht tiefer runter als der höchste Berg hinauf geht. Hier nur also als Zwischenbemerkung, als kleine Bemerkung, wenn wir da schon über den tiefsten Punkt der Ozeane nachdenken. Es gibt einen wunderbaren Vers in dem Propheten Micha im Alten Testament, wo Gott darüber spricht, wie er dem Menschen, der umkehrt, Vergebung zuteil werden lässt. Und diese Vergebung wird so verglichen. Micha 7, Vers 19. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Mit diesem Bild will Gott versichern, dass der Mensch, der seine persönliche Schuld Gott bekennt im Gebet und bereut und um Vergebung bittet, dass die Vergebung so komplett ist, wie wenn eben die Schuld des Lebens in den tiefsten Gräben der Ozeane versenkt wären. Wer von uns geht 11.000 Meter in die Tiefe, um sie wieder heraufzuholen? Nun, wir sind stehen geblieben bei der Sintflut und dem Zurückfließen des Wassers vom Westland weg durch das Vertiefen der Täler und durch das Heben der Gebirge. Das hat natürlich eine enorme geologische Bedeutung gehabt. Denn durch die Sintflut selber, durch all diese Tsunamis, wurde natürlich das Festland ganz enorm erodiert. Das heißt, die Gesteinsschichten wurden abgetragen und dann dramatisch auch wieder an anderen Orten abgelagert als sogenannte Sedimentschichten, zusammen mit den Tieren, die damals eben auch darin umgekommen sind. Die versteinerten dann und wurden Fossilien. Darum gibt es Milliarden von Fossilien weltweit, über alle Kontinente verteilt. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wie dieses Wasser eben
enorm katastrophisch wieder zurückfließt. Und diese Sedimentschichten waren damals noch nicht verhärtet, sondern noch weich. Und darum gab es auch eine enorme Erosion beim Zurückfließen. Und dadurch wurde im Rückfluss die Landschaft ganz bedeutsam geformt. Jetzt verstehen Sie auch das Bild, das ich früher gezeigt habe, von Steinschichten, die extrem gewunden waren, gefaltet waren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn diese Schichten hart waren, bereits zu Stein verfestigt und dann erst gefaltet wurden. Dann wären diese Schichten gebrochen. Das geht nicht, dass sie so schön verformbar wären, wie wir das an manchen Orten in den Alpen so eindrücklich sehen können. Das setzt voraus, dass diese Schichten schnell nacheinander gebildet wurden durch die Ablagerung in den Wassern der Sintflut und eben gefaltet wurden in der Zeit, wo sie noch weich waren. Die Verhärtung zu Stein, die braucht dann, je nachdem, einige Jahre. Das weiß man ja von dem Ausbruch des Mount St. Helens in den USA vor einigen Jahren. Das hat ja so eine Mini-Katastrophe und eine Mini-Sintflut örtlich bewirkt. Und dabei sind geologische Schichten gebildet worden von über 100 Metern Höhe. Nach 5 Jahren etwa haben die sich dann verfestigt zu Stein und sind so geworden wie die Sedimentschichten, die wir da in den Alpen beobachten können. Aber Sie sehen, nicht im Rahmen von Millionen von Jahren, das ist alles in sehr überschaubaren Zeiträumen möglich. Also, bedenken wir, während der Sintflut wurden die Erdschichten gebildet und natürlich auch nach der Flut in diesen Nachfolgekatastrophen der Sintflut, erstens durch den Rückfluss und so weiter und auch durch weitere, zum Beispiel Tsunamis, denn die Erde hat sich nicht plötzlich beruhigt, sondern man muss das sehen als einen längeren Prozess nach der Sintflut, bis die Erde und die vulkanische Aktivität, die Erdbebenaktivität wieder ein erträgliches Maß angenommen hat und sich beruhigt hat. Also wie gesehen, es gab unzählige Vulkane im Meer und auf dem Land in Verbindung mit der Sintflut. Und das hat natürlich völlig klar abschätzbare Folgen. Unvorstellbare Mengen von Vulkanaschen gelangten dadurch in die Atmosphäre. Dies wiederum hatte zur Folge, dass dies zu einer Verdunklung des Sonnenlichtes geführt hat. Und das hat selbstverständlich wieder zur Folge, dass es eine starke Abkühlung des Klimas gab auf der Erde. Aber andererseits dürfen wir nicht vergessen, durch diese enorme vulkanische Aktivität in den Ozeanen wurde das Ozeanwasser ganz enorm erwärmt. Stellen Sie sich mal vor, bis etwa 30 Grad erwärmt. Also, dann haben wir nachsintflutlich beides. Warme Ozeane und kalte Kontinente. Und das ist sehr interessant, weil das brauchen wir für eine Eiszeit. Das war ja immer das Problem für die Lehrer in der Schule. Wenn Sie nach evolutionistischen Maßstäben von Eiszeit sprechen in der Schule, dann sagen Sie, das Klima hat sich abgekühlt und es ist eine Eiszeit gekommen. Und dann müsste man als Schüler die Frage stellen, ja, aber wenn es immer kälter wird, dann gibt es doch auch weniger Niederschlag. Dann verdunstet das Wasser in den Ozeanen auch weniger. Wenn die Erde abkühlt, dann gibt es auch weniger Verdunstung und damit auch weniger Niederschlag. Jetzt haben wir ein Problem. Eine kalte Erde, aber kein Schnee. Und zu wenig Schnee, um Gletscher zu bilden. Nein, wir brauchen eben beides. Wir brauchen warme Ozeane mit einer enormen Verdunstung und andererseits kalte Kontinente, damit dann dieses verdunstete Wasser in Form von Schnee über die Kontinente kommt. Also, die Logik ist diese. Warme Ozeane führen zu einer starken Verdunstung.
Und dies wiederum führt zu starker Wolkenbildung. Und dies wiederum hat zur Folge viel Niederschlag. Nicht wahr? Wenn Sie denken an tropische Gebiete, wo das Meer heute bis 27 Grad warm wird, dort gibt es auch enorme Verdunstung und dann auch enormen Niederschlag. Aber nach der Sintflut eben gab es auch starke Wolkenbildung, viel Niederschlag, aber weil die Kontinente kalt waren, kam der Niederschlag in besonderer Weise als Schnee herab. Viel Schnee, das ist eine direkte Folge der Sintflut. Und das wiederum, diese ganze Theorie, die ich Ihnen hier vorstelle, geht ja zurück auf die großartige Arbeit von Michael Ortz. Das ist ein amerikanischer Meteorologe, also ein Spezialist für die Wissenschaft des Wetters. Und er hat das so in ein in sich geschlossenes Schema hineingebracht und einfach nach den ganz normalen Regeln der Meteorologie gerechnet. Und so kam er zu einem Eiszeitmodell, das schließlich nach der Sintflut zu einer Eiszeit von etwa 500 Jahren geführt hat. Und wir werden dann gleich sehen, wie kam dann danach das Ende der Eiszeit. Aber er erklärt natürlich, und als Amerikaner ist er damit auch besonders vertraut, dass eben im Zusammenhang mit dieser enormen Verdunstung von Wassern im Meer, warm Meereswasser, da kennt er natürlich auch aus eigener Anschauung das Problem der Hurricanes, der Hurrikane, die eben unter diesen Voraussetzungen enorm stark werden, viel stärker noch als die stärksten Hurrikane, die man heute messen kann. Und die kamen dann mit enormen Schneemassen über das Festland. Hier nochmals ein solcher amerikanischer Hurricane, von oben fotografiert. Das hatte enorme Auswirkungen in Verbindung mit viel Schnee. Und nun, es ist uns klar, indem die Kontinente eben abgekühlt wurden, gab es auch wenig Schneeschmelze im Sommer. Und darum konnte aus diesen enormen Schneemassen mit der Zeit Eis werden. So bildeten sich diese enormen Gletscher, von denen man ja in der Natur, in Europa, in Nordamerika, nicht auf der ganzen Welt, aber eben zum Beispiel gerade in Europa und in Nordamerika über große Teile hinweg die Spuren noch findet heute, diese Gletscher konnten so entstehen. Das heißt also, all diese Gletscher, die wir heute noch haben, sind eigentlich Zeugen dieser enormen Sintflut, wie die Bibel das berichtet. Es sind noch die Überbleibsel, kann man sagen, aus der Sintflut und der Nachsintflutzeit. Hier auf diesem Computerbild der Erde sehen Sie die enormen Gletscherdecken da über Europa. Noch nicht im Maximum, aber Sie sehen, das geht gegen Spanien hin, ja? Das ist Afrika hier. Sie sehen da in Afrika, dem was hier sichtbar ist, keine Gletscher. Auch nicht im Nahen Osten, wo das Land Israel ist, nicht wahr? Da sind sie keine Gletscher. Aber Europa, Nordamerika, enorm bedeckt. Und natürlich auch Gebiete in Argentinien, Südafrika, auch gewisse Teile in Australien. Auch da findet man natürlich die Überreste der Gletscher. Nun, die Bibel berichtet, wie die Menschen nach der Sintflut sich wieder vermehrten. Ausgehend von Noah und seiner Frau und seinen drei Söhnen, Sem, Ham und Japhet und ihren Frauen. Diese acht Personen waren ja als einzige Überlebende in der Arche. Aber die hatten wieder Kinder und haben sich vermehrt. Und ich muss Ihnen sagen,
das mit der Vermehrung geht im Prinzip ziemlich schnell, wenn alle mitmachen. Ja, mir hat mal nach einem Vortrag jemand erzählt, in Deutschland war das, und er war ganz stolz, dass er mit seiner Frau zusammen 10 Kinder hat. Und er sagte mir, seine Frau kommt auch aus einer Familie mit 10 Kindern. Und ich habe dann mal ausgerechnet, wenn in ihrer Familie alle so mitmachen würden, dann gäbe das innerhalb von 300 Jahren 1 Milliarde. Ist schon noch beeindruckend, nicht wahr? Das ist Mathematik, aber das Gefühl würde uns das nie sagen, nicht wahr? Aber das zeigt, wie schnell es gehen könnte mit der Vermehrung. Ich sage nicht, dass es da am Anfang so enorm war, aber man war motiviert, auch schon durch das Gebot an Noah, seid fruchtbar und mehret euch, eben sich zu vermehren. Und so beschreibt die Bibel dann in 1. Mose 10 und 11, wie die Urmenschheit nach der Sintflut sich vereinigt hatte in Rebellion gegen Gott. Gott hatte nämlich Noah gesagt, sie sollen die Erde füllen. Gottes Plan war, dass die Nachkommenschaft Noahs alle Kontinente besiedeln würde. Aber sie wollten stark sein zusammen. Und zwar ohne den Gott der Bibel. Und darum haben sie den Turm von Babel gebaut, im heutigen Gebiet des Südiraks. Das war nicht irgendein Aussichtsturm, sondern das war eine Zikkurat, wie man sie aus der späteren Geschichte des Babyloniens kennt. Das sind Stufentürme, wie hier dargestellt. Die hat man benutzt, um Götter zu verehren. Und zwar begann damals in Babylon die Verehrung der Naturkräfte anstelle des Schöpfers. Sie müssen also den Turmbau von Babel sehen als eine religiöse Revolution, wo die Masse sich von dem Schöpfergott abwandte und esoterisch wurde. Also ganz ähnlich, was in Europa geschehen ist in den letzten paar Jahrzehnten. Da war auch der Gott der Bibel bekannt in unserer Kultur, aber Millionen von Menschen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ganz bewusst von dem Gott der Bibel abgewendet und viele von ihnen, Millionen, haben begonnen, irgendwelche kosmische Kräfte in der Natur zu verehren und auch an Sternbilder zu glauben und ihre Wirkung an Edelsteine und ihre angebliche kosmische Wirkung in der Natur. Genauso war das damals. Und darum berichtet die Bibel, dass der Schöpfer Gott dann eingegriffen hat, um dieses Werk des Turmbaus zu vereiteln. Es kam zur Sprachenverwirrung. Die verschiedenen Stämme in Babel wurden gespalten, indem sie plötzlich begannen, verschiedene Sprachen zu reden. Und das hat nach der Bibel die erste Völkerwanderung zur Folge gehabt. Diese verschiedenen Völker, Stammesgruppen haben sich getrennt und begannen, das Gebot an Noah zu erfüllen, die ganze Erde zu besiedeln. Nun, die Bibel berichtet uns darüber, wie Nachkommen von Japhet ausgewandert sind nach Europa. Und Nachkommen von Ham sind ausgewandert nach Afrika. Zum Beispiel ein Sohn von Ham hieß Mitzrayim. Nun, Mitzrayim ist später in der Bibel der Name für Ägypten. So wurde also Mitzrayim, Sohn von Ham, der Stammvater der Ägypter. Ein weiterer Sohn von Ham hieß Kusch, das heißt schwarz. Aber dieses Wort Kusch bedeutet in der weiteren Geschichte der Bibel Sudan. Und dann im weiteren Sinn Äthiopien. Also die Schwarzen kommen über die Linie von Kusch nach der Bibel. Und von dort aus wurde dann das weitere Schwarzafrika in den folgenden Jahrhunderten und Jahrtausenden besiedelt. Und ein weiterer Sohn war Sem, und von ihm stammen verschiedene Völker aus dem Nahen Osten ab. So war der Anfang, und die Bibel sagt in 1. Mose 10 und 11, dass von da aus sich schließlich die ganze Erde bevölkert wurde.
Nun, wir haben bereits gesehen, die Spuren in der Natur zeigen, in Ägypten gab es keine Eiszeit, keine Gletscher. Auch nicht im Süden des heutigen Irak. Auch nicht im heutigen Indien. Und jetzt verstehen Sie, warum die ersten Hochkulturen nach der Sintflut eben nicht in Europa entstanden. Ich weiß, das ist vielleicht für manche Europäer etwas demütigend. Warum konnten die Leute eine Hochkultur aufbauen im Nahen Osten und das Jahrtausende, bevor die wilden Germanen wussten, wie man seinen eigenen Namen schreibt, ja? Ja, das ist ein bisschen demütigend, aber das hängt damit zusammen, dass es eben in Sumerien, Südirak, Ägypten und dann auch in Indien keine Eiszeit gab. Und so konnten die Menschen sehr schnell eine Hochkultur aufbauen. Sie waren ja nicht primitiv. War Noah hatte schon gezeigt, wie man ein gigantisches Schiff baut. Und bedenken Sie, die Arche Noah war nach der Bibel etwa 170 Meter lang. Ein solches Schiff wurde in der Geschichte erst wieder Ende 19. Jahrhundert gebaut. Das war enorm. Und jetzt, wie ist das gewesen in der Schule? Womit beginnt man in der Geschichte? Ja, mit den alten Ägyptern und diesen unglaublich großen Pyramiden. Und man beginnt mit den Sumerern und ihren Stufentürmen, den Zikkurat, und etwas zeitverschoben beginnt man dann auch mit, oder sollte man wenigstens, auch die Industalkultur behandeln. Es gab da eine schnelle Entwicklung ohne Behinderung des Klimas. Aber in Europa war es eine sehr schwere Zeit. Denn die ausgewanderten Japhetiten, die mussten in den Randgebieten der Gletscher leben und unter diesen schwierigen klimatischen Bedingungen überleben. Und so haben viele eben in Steinzeithöhlen gelebt. Und sie haben von der Jagd gelebt. Landwirtschaft, das war ein bisschen schwierig, ja? Wir haben viel Fleisch gegessen. Aber wie wir heute wissen aus dem Studium der Steinzeitkulturen, die haben sich gut ernährt. Die haben also eine gesunde Ernährung gehabt. Und das waren keine primitiven Menschen. Das zeigen uns ja auch die Höhlenmalereien. Wie hier die Chauvet-Gave in Frankreich. Sie wird zwar von Evolutionisten datiert auf 31.000 Jahre, aber wir können diese Datierung wissenschaftlich sehr begründet in Frage stellen und angreifen. Aber diese Kulturen hat es gegeben, aber sieht man, welches künstlerische Vermögen diese Leute hatten. Das waren keine primitiven Menschen, aber es waren Menschen, die primitiv lebten. Die primitiv leben mussten. Ich habe schon gesagt, das Buch Hiob beschreibt eine Geschichte gerade aus der Zeit nach der Sintflut. Und da findet man auch sehr viele Hinweise auf die Eiszeit und auf all diese Folgen für die Menschen. Auch die Höhlenmenschen werden beschrieben in Hiob 30, Vers 6. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehelosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Hiob lebte kurz nach der Sintflut, das heißt also am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Die Bibel sagt, er wohnte im Lande Uz. Das Land Uz ist in den Klagelieden von Jeremia identifiziert mit dem Land Edom. Das wissen wir genau, wo das war. Das Land Edom und damit das Land Uz, das sind die Berge des heutigen Südjordaniens. Diese roten Berge, die Sie da auf dem Bild sehen. Hier im Bild stehen wir in der Negev-Wüste in Israel und schauen hinüber nach Jordanien. Sehen Sie dieses Gebirge, das so vom Toten Meer her sich runterzieht bis nach Eilat. Bis zum Roten Meer runter.
Dort wohnte, auf diesen Bergen wohnte Hiob. Das ist heute eines der heißesten und trockensten Gebiete der Welt. Aber im Buch Hiob wird nicht ein solches Klima beschrieben, wie wir das heute dort vorfinden. Kein Bibelbuch, kann ich Ihnen sagen, spricht so oft von Eis, Hagel und Schnee wie das Buch Hiob. Erklären Sie mir warum? Ja, jetzt wissen Sie es. Auch viele Katastrophen werden im Buch Hiob beschrieben, wie Tsunami, Erdbeben und auch Erdverschiebungen. Das sind alles diese Nachwehen der Sintflut. Und ebenso werden Land- und Wassersaurier beschrieben. Nach der Bibel sind die Saurier nicht lange vor den Menschen ausgestorben, sondern lebten zeitgleich, auch nach der Sintflut. In Hiob 40, Vers 15 wird zum Beispiel der Behemoth beschrieben. Und das Wort Behemoth, das heißt nicht Nilpferd, wie manche meinten, entsprechend dem ägyptischen Wort Pehemu. Aber Behemoth heißt einfach Tier in der Mehrzahl. Also das Riesenvieh. Behemoth. Und das wird beschrieben mit einem langen Schwanz, den er wendet wie eine Zeder. Und dann wird weiter gesagt, dieses Tier frisst Gras wie das Rind, lebt in den Flüssen. Es entspricht genau diesen Sauriern, die wir von den Ausgrabungen hier kennen, wie ein Diplodocus oder Brontosaurus, diese ganz besonders schweren Exemplare, nicht wahr? Dutzende von Tonnen schwer, bis 12 Meter hoch, Kopfhöhe, ja. Aber die Zähne machen klar, das waren Pflanzenfresser. Frisst Gras, wie das Rind. Dann weiter in Hiob 40, 25 und folgende, da wird der Leviathan beschrieben. Ist nicht ein Krokodil, denn Krokodile hat man auch im Altertum gejagt. Man wollte auch schon damals das Leder. Aber vom Leviathan steht da in Hiob, dass kein Mensch den Kampf mit Leviathan aufnehmen kann. Da wird ein Tier beschrieben, das entspricht, sagen wir, so einem Exemplar der Masosaurier-Familie, einem Thylosaurier. Das ist bis heute der größte Wassersaurier, den man gefunden hat. Und das Interessante, nebenbei gesagt, ein Exemplar, ein Skelett, ein versteinertes Skelett, davon hat man in der Negev-Wüste gefunden. Also in, kann man sagen, in unmittelbarer Nähe vom Lande Uz. Ja, also das war Hiobs Zeit. Ich lese aus Hiob 37, Vers 6. Denn zum Schnee, spricht er, Gott, falle zur Erde und zum Regenguss und den Güssen seines gewaltigen Regens. Vers 9. Aus der Kammer des Südens, das heißt also im Luftraum des Südens, kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte. Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Auch beladet er mit Wasserfülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken. Hiob 38, 22. Gott stellt Hiob die Frage, bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und hast du gesehen die Vorräte des Hagels? Nein, so weit ging Hiob natürlich nicht in seinen Reisen. Bis nach Europa, um dort diese Eisdecken zu sehen, die die Japhetiten sehr wohl kannten, aber er nicht aus eigener Ansehung. Vers 28. Hat der Regen einen Vater? Oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Hier wird sogar von Meerwasser gesprochen, das sich zusammenzieht und durch eine Eisschicht bedeckt wird. Hiob 6, Vers 15. Hiob wurde ja von seinen Freunden in Frage gestellt. Sie sagten sich, wenn Hiob so leidet, muss er ein Verbrecher gewesen sein, ein Heuchler. Wir dachten immer, er sei gerecht. Und Hiob sagt von seinen Freunden, 6, Vers 15, meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen, wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, welche hinschwinden,
welche trübe sind von Eis, in die der Schnee sich birgt. Er vergleicht sie mit den Winterbächen in den Wadis im Nahen Osten. Zu gewissen Zeiten im Winter füllen sich diese Wadis mit Wasser, aber dann plötzlich ist wieder alles vertrocknet. Man sieht nichts mehr davon. Es sind keine zuverlässigen Bäche, wie wir sie bei uns haben. Die sind zuverlässig, nicht wahr? Das ganze Jahr bringen sie das Wasser. Aber die Wadis, die sind eben betrügerisch. Und so sagt Hiob, meine Brüder, die sind so wie die Wadis. Die bringen zwar Wasser, und er sagt, trübe von Eis, in die der Schnee sich birgt, und dann wieder verschwinden. Hiob 9, Vers 30. Hiob sagt, wenn ich mich mit Schnee wische und meine Hände mit Lauge reinigte. Hiob 34, Vers 20 spricht über Katastrophen. In einem Augenblick sterben sie. Und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht. Und Mächtige werden beseitigt ohne Hand. Da spricht er über ein Erdbeben, das ein ganzes Volk in einer Nacht auslöscht. Hiob 9, Vers 5, da spricht Hiob von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht. Sehen wir etwas hier von diesen Katastrophen, geologischen Katastrophen? Erdbeben und Berge, die plötzlich versetzt und umgekehrt werden. Das kann man auch sehr eindrücklich anschauen. Ich war gerade vor einigen Tagen in der Negev-Wüste, habe mit meiner Frau eine größere Wanderung gemacht, unter anderem im Mahdesh Rimon. Das ist ein Krater in der Wüste, aber der geologisch durch einen Grabenbruch entstanden ist. Die Schichten sind dort richtig förmlich abgesackt, mehrere hundert Meter tiefer dann. Ja? Und das gilt übrigens für die ganze Gegend des Jordantales im Norden von Israel, dann der See Genezareth, der liegt ja 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dann geht der Jordan weiter runter bis ins Tote Meer, das ist der tiefste Punkt der Welt, minus 400 Meter. Und dieses Tal als geologischer Grabenbruch gehört zu einem riesigen System, das eigentlich schon in der Türkei beginnt und sich dann eben durch das Land Israel hindurchzieht, geht runter durch die Negev-Wüste mit diesen Kratern, die es dort gibt, von denen ich einen erwähnt habe, den Mahdesh Rimon, geht das runter bis nach Eilat und dann geht dieser Grabenbruch geologisch im Meer, im Meeresboden weiter und dann später geht der Graben wieder rauf auf den afrikanischen Kontinent und bis nach Südafrika runter. Das ist ein riesiges geologisches Grabenbruchsystem von einigen tausend Kilometern Länge. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man dort zwei Kontinentalplatten hat, die dort aufeinander kommen. Und da ist das so zusammengebrochen, sehr eindrücklich. Und Hiob spricht davon, der da auf den Bergen von dem Lande Uz war, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Ehe, der sie umkehrt in seinem Zorn. Hiob 14, Vers 18. Und doch, ein Berg stürzt ein, zerfällt, und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben die Steine. Ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Aber du machst zunichte die Hoffnung des Menschen. Nicht wahr? Das ist doch eine wunderbare Beschreibung von dem, was Erosion ist. Also wenn ich Lehrer in einer christlichen Schule wäre, nicht wahr, dann würde ich in Theologie eben nicht einfach so über Erosion sprechen, dann würde ich auch die Bibelstellen da beiziehen. Das wird in der Bibel alles so wunderbar beschrieben, wie Erosion funktioniert, und dann kann man das wieder vor Ort, da in den Alpen, wieder illustrieren, nicht wahr? Hiob 12, Vers 15. Siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Das ist genau die Beschreibung von einem Tsunami. Sie wissen ja vielleicht, wie erkennt man, man badet an der Küste von Thailand. Wie erkennt man einen nahenden Tsunami? Plötzlich geht das Meer zurück.
Ganz eigenartig. Wie bei Ebbe, ja? Das Meer geht zurück und das ist der Vorbote, dass der Tsunami kommt. Das Meer geht zuerst zurück und dann kommt es eben als Tsunami wieder zurück und überschwemmt das Festland katastrophal. Genau das wird hier beschrieben. Siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen und er lässt sie los und sie kehren das Land um. In Hiob 7, Vers 12 sagt Hiob, bin ich ein Meer oder ein Wassersaurier, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Hiob fühlte sich so bedrängt von seinen Freunden, die ihm Vorwürfe machen, ihn als Heuchler hinstellen. Und er sagt, ich fühle mich eigentlich wie ein Meer, dem man Wachen hinstellt. Und auch den Sauriern hat man Wachen hingestellt. Nicht wahr? Das müssen Sie sich vorstellen, da kommt irgend so ein Tyrannosaurus Rex. Das sind diese Saurier mit den großen, langen Zähnen, natürlich Fleischfresser, kommen da in die Gegend. Ja, da braucht es doch Leute, die immer wieder eben auf der Wache stehen und schauen, welche gefährlichen Tiere kommen in die Nähe der menschlichen Siedlungen. So war das nach der Sintflut nötig, dass man Wachen aufstellte gegen Saurier und auch gegen das Meer. Leute, die beobachteten, ob das Meer plötzlich so eigenartig zurückgeht, dann kam ein Tsunami, musste man fliehen. Und so sagt Hiob eben aus dem Alltag gegriffen, bin ich ein Meer oder ein Wassersaurier, dass du, Gott, eine Wache in Form meiner Freunde gegen mich aufstellst. Nach ein paar hundert Jahren nach der Sintflut, der Vulkanstaub lagerte sich im Lauf der Zeit immer mehr am Boden ab. Dadurch wurde die Sonnenstrahlung wieder wärmer. Mit dem Verenden der Vulkane in den Ozeanen kühlten sich die Ozeane stetig ab, weltweit. Dadurch gab es auch immer weniger Niederschlag. Die Sommer wurden allmählich etwas wärmer und dadurch gab es auch mehr Schneeschmelze. Und diese wärmeren Sommer führten dazu, dass eben die Gletscher begannen, sich mehr und mehr zurückziehen. Auch in der Schweiz, große Flächen der Schweiz waren eisbedeckt und diese großen Eisschichten begannen sich mehr und mehr zurückzuziehen. So änderte sich das Klima und das Leben wurde für die Menschen einfacher. Gerade eben auch in Europa. Was natürlich zurückblieb, das waren die Spuren der Eiszeit. Findlinge, diese großen Steinblöcke, die man irgendwo auf weiter Flur finden kann, das sind noch Überreste von Gletschertransport. Auch diese breiten Täler, eben U-Täler, im Gegensatz zu den V-Tälern, die insbesondere durch Flüsse und Bäche ausgeschnitten wurden, die breiten U-Täler blieben übrig, die die Spuren der Gletscher sind. Dann auch die Endmoränen und eben als letzte Spuren in den Bergen, eindrücklich bis heute, die Gletscher selbst. Nicht wahr? Noah nahm ja von den Tieren nur Pärchen mit. Bei den reinen Tieren, das war eine Ausnahme, bei den koscheren Tieren, da musste er 7 Exemplare nehmen. 3 Pärchen und ein Tier dann für das Opfer nach der Sintflut. Aber eben im Laufe dieser Jahrhunderten haben sich auch die Mammute vermehrt, sodass es nach etwa 500 Jahren Eiszeit eben auch Millionen von Mammuten bereits gab. Das sind alles realistische Abschätzungen, nicht wahr? Und jetzt verstehen wir, woher kommen all diese Massen von Mammuten, zum Beispiel in Sibirien, die ja offensichtlich plötzlich von Unwetter überrascht dort im Boden konserviert wurden durch Eis.
bis auf heute, nicht wahr? Man findet ja noch Mammute mit dem Fressen unverdaut im Magen. Das weist hin auf eine ganz ungewöhnliche Situation, unter denen diese Millionen von Mammuten in Russland umgekommen sind. Und das erklärt sich eben so: Am Ende der Eiszeit gab es eben enorme Schmelzwassermengen und damit eben auch Schmelzwasserüberschwemmungen. Und in einer Situation eines Sturmes haben sich Massen von Mammuten in die falsche Richtung flüchten wollen und kamen noch mehr in den Sturm, wurden überrascht und so bis auf heute konserviert. Zum Teil eben sogar Weichteile und Fell wurde konserviert. Ganz eindrücklich. Nun, noch zum Schluss die Frage, die sich stellt, aber wenn die Bibel lehrt, die Sintflut vor ungefähr 4.500 Jahren, 8 Menschen haben überlebt und jetzt heute seit Herbst 2011 sind wir 7 Milliarden Menschen weltweit. Also wie soll man sich so etwas vorstellen? Und die Antwort ist, nichts Einfacheres als das. Ich glaube, die jährliche Zuwachsrate in der heutigen Zeit wird angegeben mit etwa 1,9%. Das wären etwa 3,5 Kinder pro Frau. Das ist eigentlich erstaunlich, nicht wahr? Diese Zuwachsrate. Und in vielen Ländern ist sie ja deutlich höher. In Europa ist sie deutlich tiefer. Aber eben weltweit gibt es so 1,9%. Und jetzt kann man natürlich mit Statistik berechnen, wie viele Jahre braucht es, um von 8 Menschen auf 7 Milliarden zu kommen. Bei einer realistischen Wachstumsrate, wie man sie heute weltweit beobachten kann. Nun, meine Damen und Herren, weniger als 2000 Jahre würden reichen, um von 8 auf 7 Milliarden zu kommen. Das heißt, wir müssen also für das Bevölkerungswachstum seit der Sintflut von einer durchschnittlich deutlich tieferen Zuwachsrate ausgehen, als wie sie im 21. Jahrhundert beobachtet wird. Und dabei müssen Sie auch noch Folgendes zu bedenken. Wir sind jetzt auf 7 Milliarden angewachsen, so nach UNO-Bericht Herbst 2011. Aber im 20. Jahrhundert hatten wir 2 Weltkriege. Die 2 einzigen Weltkriege mit etwa 70, 80 Millionen Toten. Wir hatten schreckliche atheistische Diktaturen, die gewütet haben in der Sowjetunion und in China mit Dutzenden von Millionen Toten. Und all das mitgerechnet, auch Katastrophen, was Krankheit anbetrifft, man bedenke die spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges und gerade danach, hat schätzungsweise 50 bis 100 Millionen Menschen weggerafft. Und auch die Pockenepidemie im 20. Jahrhundert hat wahrscheinlich etwa 500 Millionen Menschen getötet. Und man könnte noch viel mehr dazu erzählen, und trotzdem sind wir auf 7 Milliarden angewachsen. Aber wenn Sie jetzt das so vor sich haben, dann kriegen Sie ein Problem. Wenn Sie in der Schule gelernt haben, der moderne Mensch, der Homo sapiens, existiere schon 40.000 Jahre lang. Und damit rede ich ja nicht über Homo erectus, der eigentlich auch ein ganz normaler Mensch ist. Ich weiß von einem Zahnarzt in New York, einem Kieferchirurg, der an seinem Schädel Homo erectus typische Merkmale festgestellt hat. Das ist völlig normal. Also unbedenklich ein Arztbesuch bei ihm. Ja, also ich rechne ja da nicht mit Homo erectus und so weiter, denn dann würden nach evolutionistischer Meinung würden die Urmenschen ja schon etwa 2 Millionen Jahren
existiert haben. Ja, aber da haben wir ein Problem. Warum gibt es eigentlich nur 7 Milliarden Menschen heute? Wenn die Steinzeit Hunderttausende von Jahren gedauert haben soll, wo eigentlich nichts geschah, als man hat immer die gleichen Faustkeile geschlagen, die Kultur blieb auf einem untersten Niveau über Jahrhunderttausende oder sogar eben bis fast 2 Millionen Jahre. Das ist alles völlig unrealistisch. Und dann sagt man plötzlich eben da vor ein paar tausend Jahren hätte es dann in Sumerien eine Kulturexplosion gegeben. Wenn Sie dort als Archäologe graben in Sumerien, in Südirak, dann finden Sie nicht eine allmähliche Entwicklung von einfachen Anfängen hin zu einer Hochkultur der Sumerer, sondern die Hochkultur ist plötzlich da, in den Schichten feststellbar. Ohne allmähliche Entwicklung. Komisch, nicht wahr? Und auch in Ägypten, die größten Pyramiden stammen aus der frühesten Zeit. Es ist eine Kulturexplosion. Ja, also man sagt, über Jahrhunderttausende war alles immer ganz auf Sparflamme, keine Entwicklung und plötzlich geht alles hoch. Und wenn Sie die sumerische Hochkultur anschauen, dann sehen Sie, da war man im Mittelalter, was Architektur anbetrifft und so weiter, war man ja nicht irgendwie besonders viel weiter. Ja, also das ist ein Problem, wenn man an solche lange Zeiträume denkt, denn wenn der Mensch schon 40.000 Jahre existieren würde, so läge die Weltbevölkerung heute bei 430 Milliarden. Und jetzt rede ich schon gar nicht von 2 Millionen Jahren Menschen, ja? Ich rede nur wirklich von dem supermodernen Menschen ab 40.000 Jahren. Das ist ein echtes Problem. Und was sagt man da? Ja, eben man muss davon ausgehen, dass die Menschen wahrscheinlich immer etwa auf die gleiche Anzahl aufwiesen, große Kindersterblichkeit und schlechte Ernährung und so weiter. Nein, unbedenklich. Die Steinzeitkulturen weisen eine gute, gesunde Ernährung auf. Warum gibt es nur 7 Milliarden Menschen heute? Das ist die Frage. Die muss einen nagen. Kommt dazu, wo sind die Grabstätten geblieben? Von 40.000 Jahren. Denn die Steinzeitmenschen haben Gräber errichtet, haben ihre Leute bestattet, haben Grabbeigaben mitgegeben. Die sind nirgends für solche Zeiträume. Wenn Sie sich eine Steinzeit vorstellen, so wie nach der Bibel, in den Jahrhunderten nach der Sintflut, ja, dann ist es kein Problem. Dann passt alles. Wo sind die Steinwerkzeuge geblieben? Ja, natürlich. Alles, was aus Holz gemacht wurde und Fell und Stoff, das ist normalerweise verrottet. Das kann man nicht mehr finden. Normalerweise. Aber Steinwerkzeuge, die bleiben erhalten. Und Dr. Michael Brandt hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Wie alt ist die Menschheit? Und da hat er die Bestandesaufnahme von Steinzeitkulturen in der Schweiz, in Deutschland und in Lupe genommen. Was findet man an Steinwerkzeugen? Meine Damen und Herren, was man da findet, das passt nicht zu einer langen Steinzeit. Es müsste ja unendlich viel mehr Steinwerkzeuge geben. Das reicht gar nicht für all diese Menschen, die da gelebt haben. Das weist hin auf eine kurze Steinzeit. Und dann noch etwas Interessantes. Die Genforschung macht es möglich. 1987 hat ein Team der Berkeley University die Mutationsrate der mitochondrialen DNA berechnet. Beim Menschen und ist zum Schluss gekommen, Eva in Anführungsstrichen, also die Frau, von der alle heute lebenden Menschen abstammen, die lebte vor etwa 200 bis 100.000 Jahren. Nicht wahr? Wir haben ja in unseren Zellen das Erbgut, die DNS. Das ist ein Riesenmolekül, auf dem die ganze Information darauf ist, wie man eben
bei mir, wie man mich bauen muss, bei ihnen, wie man sie bauen muss. Und bei dieser Pflanze, da steht, wie man diese Pflanze bauen muss, bei einem Krokodil, wie man ein Krokodil bauen muss. Da ist der Bauplan drin. Und nun ist es so, in den Mitochondrien, in den Zellen, gibt es einen kurzen Abschnitt, relativ kurzen Abschnitt des Erbgutes. Das nennt man die mitochondriale DNA. Das ist ein Abschnitt, der immer von der Mutter ihren Kindern weitergegeben wird. Also an Söhne und Töchter. Und nun ist es so, im Lauf der Zeit gibt es auf dem Erbgut kleine Veränderungen. Also Buchstaben werden verändert, kann man sagen, in dieser chemischen Schrift. Und das ist gar nicht schlimm in dem mitochondrialen Abschnitt, weil das hat keine Auswirkungen auf unser Aussehen. Aber diese Spuren können uns zeigen, wann der gemeinsame Vorfahre aller Menschen gelebt hat. Und so hat man mit einer bestimmten Annahme, wie oft eben diese Buchstaben verändert werden, hat man ausgerechnet, also die Frau, von der die ganze Menschheit heute abstammt, lebte vor 200.000 bis 100.000 Jahren. Aber 1997 wurde eine neue Forschungsarbeit gemacht mit dem Titel A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA, Control Region by Parsons, Thomas und so weiter. Das wurde veröffentlicht in Nature Genetics. Und diese Wissenschaftler haben festgestellt, diese frühe Arbeit stimmt nicht. Es gibt eine 20-mal höhere Mutationsrate in der mitochondrialen DNA. Das heißt also, Eva, in Anführungsstrichen, die Frau, von der alle heute lebenden Menschen abstammen, lebte vor etwa 6500 Jahren. Das ist jetzt einfach so. Das passt natürlich zur Bibel, aber als Evolutionist hätte ich da echt ein Problem mit. Natürlich, die sagen dann, die haben schon ihre Antworten. Die sagen dann zum Beispiel, ja gut, das ist schon so, dass da eine Frau lebte, von der alle heute lebenden Menschen abstammen. Aber man muss nicht denken, das war die einzige Frau damals. Es gab noch tausende andere Frauen und Männer. Aber deren Abstammungslinie sind einfach ausgestorben. Ja, gut. Aber es ist einfach so, dass zufälligerweise alle Menschen, die heute leben, ob in Australien oder in Nordamerika oder ob in Europa oder Afrika, die gemeinsame Vorfahre als Frau lebte vor 6500 Jahren. Interessant, nicht wahr? Und darum ist eben die moderne Genetik sehr interessant, auch im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Menschheit. Man kann nun eben diese genetischen Spuren noch weiter analysieren und man hat die ganze Menschheit eingeteilt in verschiedene Haplogruppen. Also wenn ihre Vorfahren Germanen waren, dann kann man das bei dem Test in diesem mitochondrialen DNA-Abschnitt kann man das genau feststellen, sie sind Nachkommen von Germanen. Oder man kann auch feststellen, sie stammen von Helvetiern ab. Oder von Griechen. Oder von Leuten auf dem Balkan. Übrigens in der Schweiz haben wir festgestellt, dass etwa 10% der wirklichen Schweizer Balkanwurzeln haben. Ja, das ist wirklich interessant, das Thema. Und man kann auch sehen, haben sie jüdische Vorfahren über die direkte Mutterlinie. Man kann natürlich auch die Vaterlinie über das Y-Chromosom kann man untersuchen. Und sie müssen vielleicht etwas mehr als 100 Franken bezahlen, können ihre DNA einschicken, eine Speichelprobe nach Adliswil bei Zürich, bei Igenea, und das wird dann in einem amerikanischen Labor ausgewertet. In ein paar Wochen wissen sie, von wem sie abstammen. Ja. Und so kann man also die Menschheit einteilen in verschiedene Haplogruppen und sieht, wo die verschiedenen Völker sich getrennt haben. Und darum kann man hier diesen Plan erstellen über die Wanderung der Völker weltweit. Also wie sie ausgewandert sind nach Europa, wie sie sich in Asien verbreitet haben, in Afrika. Aber sie sind alle miteinander verwandt. Und haben alle die gleiche Mutter und alle den gleichen Urvater.
Und Sie sehen auch, man kann sehr schön zeigen, wie Menschen aus Asien wohl über die Beringstraße nach Nordamerika gegangen sind und so schließlich Amerika besiedelt haben, die Indianer. Das kann man sehr gut zeigen. Sie sehen, die Haplogruppe B, die findet man in Asien, in Ostasien, und genau diese Haplogruppe B findet man auch bei den Indianern in Amerika. Auch die Haplogruppe A, C, D, die finden Sie in Asien, nicht wahr? Hingegen in Europa, da haben Sie andere Haplogruppen, wie H ist sehr verbreitet, T, U, V, W, X und so weiter. Und so kann man also diese Verwandtschaft von Asiaten und Indianern sehr schön heute belegen. Aber das Ganze passt wunderbar zur Bibel. Ja, die Bibel sagt, dass die ganze Menschheit zurückgeht auf Noah und seine Söhne. Und jetzt versteht man auch, warum man weltweit in den verschiedenen Kulturen Erzählungen findet, die Parallelen haben zu der Bibel, die über die Zeit berichtet vor Noah. Nämlich 1. Mose 1 bis 11. Sie finden Parallelen zur Schöpfungsgeschichte, zum Sündenfall. 1. Mose 1, 2 und dann Kapitel 3. Über die Sintflut finden Sie weltweit bei den angeborenen Völkern berichtet. 1. Mose 6 bis 9. Dann auch weltweit Geschichten über Turmbau, Sprachenverwirrung und Völkerzerstreuung. Aber spätere Geschichten der Bibel finden Sie bei den angeborenen Völkern nicht weltweit. Das zeigt auch, dass die Menschheit miteinander, so wie die Bibel es sagt, urverwandt ist. Die Bibel berichtet, dass über die Linie von Sem ging es weiter über die Generationen Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tara, schließlich zu Abraham, der Stammvater des Volkes Israel werden sollte. Zum Schluss sei darauf noch hingewiesen, in 1. Mose 12 erschien Gott Abraham und verhieß ihm: Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hat Abraham in den Jahrhunderten nach der Sintflut auserwählt, dass er Stammvater des auserwählten Volkes Israel werden sollte. Aber mit dieser Erwählung Abrahams, in der Zeit, als die anderen Völker wegwanderten, weltweit die Kontinente besiedelten, diese Erwählung Abrahams bedeutete nicht die Verwerfung der anderen Völker, sondern gerade die Chance für alle Völker. Denn Gott sagte: Aus deiner Nachkommenschaft wird der Segen kommen für die ganze Welt. Das war eine Verheißung an Abraham, dass einmal der Messias, der Erlöser, aus dem Volk kommen würde, das von Abraham abstammt. Und dieser Messias sollte ein Segen sein für alle Menschen. Und so führt diese Botschaft des Alten Testamentes uns direkt hin zum Evangelium im Neuen Testament. In Johannes 3, Vers 16 steht nämlich: Also hat Gott die Welt geliebt. Es heißt nicht: Also hat Gott Israel geliebt. Das wäre auch richtig. Aber es ist zu wenig. Die Bibel sagt: Also hat Gott die Welt geliebt. Also hat die Menschen aus allen Haplogruppen geliebt. Und auch heute, es kommt nicht darauf an, ob Sie A, B oder C haben oder H und so weiter. Das ist völlig egal. Gott liebt die Menschheit. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber Sie sehen, es geht nicht automatisch. Man wird nicht automatisch errettet und bekommt ewiges Leben, sondern die Bibel sagt: Gott hat zwar jeden Menschen geliebt, aber der einzelne Mensch muss sich persönlich entscheiden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder einzelne Mensch muss seine persönliche Schuld vor Gott und wie er die Gebote Gottes gebrochen hat in seinem Leben, erkennen, bereuen und Gott bekennen im Gebet. Und wer das ehrlich tut, dem verheißt Gott völlige Vergebung. Weil sein Sohn, der Messias, Jesus Christus, am Kreuz als Stellvertreter gestorben ist, der Gerechte für uns, die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Gott hat ihn geschlagen, den Gerechten, an unserer Stelle. Und das wird jedem zugerechnet, der das annimmt. Und es gibt Millionen von Menschen,
weltweit, die das ganz bewusst getan haben. Ich sage Millionen, weil allein in China schätzt man die Zahl der Untergrundkirche auf etwa 80 Millionen. Eine vorsichtige Schätzung. Das sind also Menschen, die bereit sind, für ihren Glauben sogar Verfolgung des kommunistischen Regimes auf sich zu nehmen. Und so ist das wunderbar zu sehen, in der ganzen Welt, in allen Nationen gibt es Menschen, die haben erlebt, jawohl, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hat Israel erwählt, um allen Menschen eine Chance des Neuanfangs zu geben. Wir haben gesehen, wie das nach der Sintflut mit der Rebellion gegen Gott losging, und eigentlich ist diese Rebellion in unserem Leben ganz persönlich wiedergespiegelt. Jeder, wenn er ganz ehrlich sein Leben überdenkt, muss sagen, ich bin Gott gegenüber ein Rebell gewesen. Vielleicht auf sehr schöne, galante Art. Es gibt Rebellen, die sind ganz offensichtlich und andere viel versteckter, aber im Grunde genommen sind wir alle Rebellen. Aber Gott ist ein Gott, der uns Rebellen liebt und seinen Sohn gegeben hat, um ohne Ansehen aus welcher Nation, völlig gleich welche Herkunft, er will uns und bietet uns Versöhnung an. Danke fürs Zuhören.